Und herzlich willkommen bei einem weiteren Livestream-Folge. Mein Name ist Christian Angel 3000 und ich begrüße euch bei einem weiteren Livestream mit dem Spiel Judgment vom Haus Sega, den Entwicklern von Yakuza. Yay! Ja, gestern haben wir fast 3 Stunden gespielt. Heute wird es leider nicht so lange. Ich denke mal, so 2 Folgen werden wir auf jeden Fall durchspielen. Also spielen, sagen wir so, 2 mal 50 Minuten, denke ich mal. Und wir haben 0.53 Uhr und ich denke mal, so um 3 werden wir auf jeden Fall ungefähr fertig werden. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch, lassen uns nicht so viel Zeit verlieren. Und ja, ich würde sagen, let's go. Und wir sind in Kapitel 6 natürlich. Und ja, wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren, Support ist kein Mod. Würde mich auf euer Feedback freuen. Also schreibt mir einfach was in die Kommentare. Bis jetzt hat es noch keiner gemacht. Also wäre ja mal nicht schlecht, wenn einer von euch irgendwas mal reinschreiben würde. Irgendwas würde mich mal freuen, was ihr von dem Spiel haltet und was ihr bis jetzt gesehen habt und ob ihr aktiv mit der Verfolgung tut. Würde mich einfach mal interessieren. Also, okay, Live-Chat ist auch am Start, aber ich denke, um die Uhrzeit schlafen die viele Leute schon. Also mache ich mir jetzt da keine Hoffnungen. Ist aber auch nicht schlimm, ich tue es ja extra speichern. So, wir sind wieder zurück in Tokio. Und ja, ich habe mir mal Dings was überlegt. Als erstes habe ich mich mal informiert wegen Madoka. Die wird, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis man die wieder antrifft, weil es soll anscheinend bis Kapitel 12 gehen, das Spiel. Oh mein Gott. Deswegen lassen wir das erstmal mal so stehen. Aber in der Zwischenzeit werden wir erstmal mal kurz schnell ein paar Kämpfe machen. Wir gehen zu dem da und zum Hon. Oh, da ist die andere. Ah, okay. Können wir auch nebenbei machen. Okay, ja. Und dann zu Honda und wir werden die beiden da richtig in den Arsch treten. Bevor wir das aber machen sollten, checken wir mal lieber unsere Items. Wir haben hier. Kann ich das gleich mal verwenden, genau. Dann Gesundheit, bringt Gesundheit zurück und Exzellenz, okay. Und einen Verband haben wir. Mal gucken, ob das uns, ob das reicht. Und wir starten jetzt einfach mal durch, ab zum einfachen Gegner. Und danach sehen wir mal weiter. Wir werden auf jeden Fall mal alle beide festnehmen und mal schauen, was dann passiert, was wir kriegen. Und dazwischen, ich habe keine Zeit, ich muss meine Energie schonen, Leute. Wir werden direkt mal zu dem anderen gehen. Sorry, sorry. Der ist genau hier in der Gasse drinne. Und da ist er. Ja, würde mir das gleiche ankommen oder sagen, was so alles angeht. Aber das ist immer lustig, dass es immer die gleichen hier. Aber vielleicht muss ich erstmal ein bisschen weiterspielen, um mehr Inhalt oder mehr Leute zu kriegen. Jetzt erstmal hier das. Ja. Der hat ja 2 Energieleisten, der Penner. So ein kleiner Cheater hier. Außerdem brauche ich wieso noch ein paar Punkte. Oh, ich sollte. Komm her. So, jetzt mal in die Fresse. Aua. Schnell aufstehen. Wir werden keinen X-Move aktivieren. Den haben wir auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir zu Honda hoch. Und der wird schon ein starkes Stück stärker sein und heftiger. Weil der ist nicht ohne. Weil es derzeit solche komischen Attacken drauf, die wirklich echt heftig wirken. Und naja, das ist nicht so gut für die Gesundheit, sage ich einfach mal. Aber würde ich sagen, dann gehen wir kurz schnell hier was essen. So. Wir wollen ja schon was essen, aber egal, das ist heute lang. So, so. Kleine Stärkung reinhauen, die tut es immer mal überspringen. So, bis zum nächsten Mal. Kommen wir bald wieder, auf jeden Fall. Wenn ich wieder Hunger habe. Und wir rennen einfach mal durch. Weil wir haben nur noch 30% und der wird auf jeden Fall Honda gewidmet. Ich muss erstmal gucken, wo der jetzt steckt. Ich glaube da links, nee, geradeaus einfach weiter. Das passt schon mal super. Dann würde ich sagen, einfach weitermachen. Dann machen wir Betrogen mal komplett down mit allen beiden Bossgegnern. Dann mal schauen, was da uns jetzt hier erwartet. Da bist du. So. So, wir überspringen das einfach mal, weil das ist ja immer das gleiche Gelabere im Endeffekt.
Deswegen machen wir da jetzt kein Theater drum. Erstmal ins Knie. Was geht jetzt ab? Hä? Was ist jetzt los? Ernst jetzt? Besiege Hunter, abgeschlossen. Das ging ja aber schnell. Gut, du hast die Schlägerei gezeigt. Okay, cool, nice. Von den Straßen singen praktisch deinen Namen. Also, wir haben uns entschlossen, uns erkennlich zu zeigen. Im Paket, im Briefkastenbüro ist eine Geschenke für das drin sein. Okay. Glaube ich, okay, also. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, also, ja. Wusste ich gar nicht. So, dann gehen wir mal. Aua. Hab ich einen Arsch schaffen? So. Haben wir den auch abgeschlossen. Und haben wir sogar ganz gut alles abgeschlossen. Also ist gar nicht mal so schlecht. Bin beeindruckt. So. Oh, jetzt hört es auf, wo wir kommen. Hey, Yagami-san. Bist du vorbeigekommen, mich singen zu hören? Na klar. Natürlich. Ich muss doch bei deinen neuesten Hits von Sanda-chan auf den Laufenden bleiben. Ja. Jetzt fühle mich ich wie jemand ganz Besonderes. Yay. Gute Antwort. Dann verpasse ich meinen Auftritt heute mal etwas mehr Wumms. Nur für dich. Mann, wieso bekommt er immer die Sonderbehandlung? Mein Herz lodert im Feuer der Eifersucht. Könnte aber nur meine Sodbrenn sein. Sanda-chan sieht glücklich aus. Ich wünschte, sie würde mich so anschauen. Es wird wahrscheinlich bald Probleme geben. Okay, haben wir das auch abgeschlossen? Easy. So. Was hätten wir denn noch so im Angebot? Wir müssen auf jeden Fall noch ein Dings, die Informationsbeschaffung machen von den anderen. Aber die Frage ist nur, wo? Das ist gar nicht so einfach. Ja, komm, gehen wir mal dahin. Ein bisschen was essen. Eigentlich habe ich auch voll Hunger. Ich weiß, wir haben 1 Uhr eigentlich, aber. Ich habe eine Nachricht bekommen. Von wem? Ja. Ja, Kamisan, würdest du das im Internet Videos von. Was? Wusstest du, dass es im Internet Videos von mir gibt? Das höre ich zum ersten Mal. Hast du sie hochgeladen? Ja, schon bevor ich nach Kamurocho kam, habe ich ab und zu Videos ins Internet gestellt, um mehr Leute mit meiner Musik zu erreichen. Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Und machst du das immer noch? Nicht mehr, seitdem ich hergezogen bin. Aber in letzter Zeit sind die älteren Videos ziemlich beliebt. Ich wurde sogar von einem Agent kontaktiert und zu einem persönlichen Treffen eingeladen. Das ist gut, aber ich mache mir etwas Sorgen. Ich mach das lieber. Es ist toll, dass du dir Musikszene einen Namen machst, aber manchmal mache ich mir Sorgen. Du machst dir wirklich Sorgen über mich? Wie süß. Yay. Super, nochmal ein paar Punkte wieder zugeholt. Nice. Ich habe Gutes über die Agentur gehört, also wird es wohl nicht so wie das letzte Mal. Aber ich bin schon ein bisschen nervös. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Du hast ja schon einiges durchgemacht. Ja, aber ich will es trotzdem versuchen. Hoffentlich geht es gut. Alles klar.
Ich punke bei ihr. Samacha. Madoka ist mir trotzdem lieber. Da. Punkt. Aus. Warum eigentlich? Ich verstehe es nicht. Ja, da. Da liegt Geld, Leute. Da liegt Geld. Wie viel ist es diesmal? 3000. Hm, okay. Ist ja gar nicht mal so schlecht. So. Ups. Ich hab Hunger. Willkommen, mein Herr. Was gibt's denn hier Schönes? Hamburger. Nimmer. Kaufen. Wette Eiburger. Oh, lecker. Sieht das lecker aus, Leute? Sieht das nicht lecker aus? Darauf hätte ich das bestimmt jetzt auch Bock. Aber wie dick der macht. Aber egal. Es soll ja schmecken. So muss es sein. So, haben wir das auch gekauft? So, was gibt's bei dir? Furio-san, haben Sie schon einen passenden Laden für die Partnerschaft gefunden? Leider noch nicht, das so. Also, ja. Frage ist nur, welcher Laden? So, checken wir mal die Karte. Hier ist ein Fragezeichen. Dann gehen wir mal dahin. Mal checken, was da so abgeht. Auch wieder ein Hamburger Laden. Hallo. Willkommen, mein Herr. Ich hab gerade auch wieder ein Hamburger Laden. Okay. Danke. Ja, muss ich später mal hin, wenn ich ein bisschen Energie verloren habe. Wo sind die Schläger, wenn man sie braucht? Ich muss Energie verlieren. Come on, Leute, come on. So. Die Frage ist jetzt, sammle Informationen über Adachi. Das sind Gegner. Bam! 9 Punkte, okay. Oh ja, besser als nichts, würde ich sagen. Also gehen wir mal zurück. Ich bin der Schläger von Dienst. Gebt mir aus dem Weg, meine Freunde. So. So, jetzt habe ich aber. Jetzt kann ich was kaufen. So. Erstmal noch einen wilden Burger. Mm. So. Danke. Okay, kein Event. Das ist cool. Stabiles Plastik erhalten. Okay. Das muss... Ah, okay, wollte gerade sagen. Entschuldigung, dürfte ich Sie kurz stören? Mhm. Ja. Wunderbar. Ich bin Takeo Inose, der Manager des Wild Jacksons, wo Sie gerade gegessen haben. Okay. Ich stecke wirklich in der Klemme. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir unser Restaurant verbessern können? Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar. Der Typ sieht aus, als würde er gleich durchdrehen. Vielleicht beruhigt er sich, wenn ich ihm etwas mit ihm rede. Zuhören. Schätze, ein paar Ideen hätte ich schon. Oh, Sie schickt der Himmel. Also welche Ratschläge haben Sie für mich? Sie wollten sich also verbessern? Naja, das Essen finde ich lecker. Machen Sie nicht genug Umsatz oder was? Ja, unsere Konkurrenten Wette Kitchen setzen uns in letzter Zeit ziemlich zu. Der Umsatz ist massiv zurückgegangen. Die Zentrale hat mir schon mit der Kündigung gedroht, wenn ich das nicht in den Griff bekomme. Oh, ich wusste nicht, dass es so übel aussieht. Naja, ich hätte sie damit nicht belästigen sollen. Tut mir leid. Immerhin weiß ich jetzt, wieso sie so besorgt sind. Also, es gibt irgendwas Bestimmtes, zu dem ich eine Rückmeldung brauche. Nehmt ihr eine Rückmeldung vor? Oh, ja. Ich wollte einige mögliche Verbesserungen vorschlagen, von denen die ganze Kette profitieren könnte.
Gibt es irgendwas am Will Jackson, das Sie mittelmäßig oder sogar störend empfinden? Schwer zu sagen. Mir fällt nicht wirklich was Konkretes ein. Vielleicht sollten Sie ja einen Kunden fragen, der länger nicht mehr da war, oder? Ich war lange ewig nicht mehr da. Bin ich bin ja richtiger Kandidat dafür, oder nicht? Oder jemand, der gar nicht mehr kommt. Das wäre ideal. Aber wie soll ich so jemanden finden? Mir fällt gerade ein, ich habe einen durchscrollen kürzlich was auf Chatter über das White Jackson gelesen. Wenn es Kritik an diesem Laden gibt, dann ist es die sozialen Medien. Das ist sicher eine gute Orientierungshilfe. Außerdem habe ich bereits eine Idee, also kann ich ihm ja helfen, auch helfen. Der Typ hat ja schon schwer genug. Hallo. Ich habe eine Idee, Jean-Lisanne. Ein Freund von mir ist Experte für soziale Medien. Sollen wir dort anfangen? Was? Sie wollen mir wirklich helfen? Ja. Wenn Sie Informationen suchen, dann sind wir die Richtigen für Sie. Danke. Vielen Dank, mein Herr. Der Tsukumo ist sicher im Partei, wie immer. Ich lasse ihn prüfen, ob das in Rufen steht. Alles klar. Dann gehen wir mal dorthin. So. Entschuldigung, Sie haben eine Nachricht erhalten. Von wem? Schon wieder Samam hier, Sana-chan. Hey, ich hoffe, ich störe nicht. Könnte ich dich etwas fragen? Was gibt's? Können wir uns mal treffen? Ich möchte mich für neulich bedanken. Ich würde dich, okay. So. Klingt gut, ich würde dich auch gerne mal wiedersehen. Was? Wirklich? Ja, ich wollte mal wieder mit dir plaudern. Wie nett von dir. Wollen wir uns treffen? Wo wollen wir uns treffen? Vielleicht im Theatersquare in der Nähe vom Kamuro Theater? Cool, ich freue mich schon. Da, 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 da. Alles klar. Aber ich sollte. Was? Sollte ich vor unserem Date ein Geschenk für Samba kaufen? Ich wette, die Lemarche hat ein paar gute Sachen. Ja, ich hab schon. Was sie dir bedeutet, ja. Bevor du einen Abend mit einer Frau verbringst, besorge ihr ein Geschenk für den Lemarche. Je mehr ihr das Geschenk gefällt, desto mehr steigt ihr Vertrauen. Und wenn du mal nicht weißt, was du sagen sollst, redet dir ein schönes Geschenk vielleicht den Hintern. Oder rettet dir ein Geschenk, okay. Okay. Themen. Während des Gesprächs mit einer Freundin kannst du ein bestimmtes Thema anschneiden. Wähle deine Antwort so, dass sie die Vertrauensleiste deiner Freundin führt. Teilweise können Antworten das Thema auch gesperrt sein. Diese gesperrten Antworten sind erst ab einer bestimmten Vertrauensstufe verfügbar. Sobald diese Antwort freigeschaltet ist, verrät sie dir vielleicht ihre Geheimnisse, ihre Sorgen und sogar ein paar intime Details. Beeindrucke sie mit scharfem Verstand und deinem unfassbaren Wissen und zeig ihr, was für ein Gentleman oder Bad Boy du bist. Okay. Alles klar, aber erstmal hier. Und dann checken wir mal. Und dann checken wir mal einfach mal, was wir noch kaufen könnten. Hey, was geht mit dir? Na. Haben Sie kurz Zeit? Was kann ich für Sie tun, Yagami-Sie? Ich helfe einem Kerl, der Informationen aus dem Netz braucht. Sowas machen Sie doch auch für immer für mich. Meinen Sie die Chattersuche? Klar, wonach soll ich suchen? Ich muss wissen, was die Leute in der letzten Zeit über das White Jackson geschrieben haben. Geht so um den letzten Monat. Kein Problem, ich schicke Ihnen das aufs Handy. Alles klar. Eieiei. Das sind eine Menge Treffer. Können wir die Suche noch irgendwie eingrenzen? Ja, ich muss wissen, wieso der Umsatz im Weltchecks zurückgegangen ist. Dann braucht er ein anderes Suchbegriff. Etwas, mit dem man entsprechende Beiträge findet. Mal sehen. Schmeckt scheiße. Angebote, Hühnchen. Probieren wir das mal. Skandal. Können Sie Skandal als Suchbegriff verwenden? Nein.
Wenige Treffer, als ich erwartet hätte. Und auch nichts Brauchbares. Können Sie es mit McCheese probieren? Das würde ich schreiben, wenn es mir absolut nicht geschmeckt hat. Und auch 8 Treffer. Nichts, das sind endlich also übrig. Geschmack scheiße und beschissener Geschmack schon dabei. Ich schätze, wenn die Leute das Essen nicht mögen würden, dann wäre der Laden schon länger längst dicht. Ich finde es lecker da. Aber das passt nicht zusammen. Probieren wir mal was anderes. Hühnchen? Oh, 100 Treffer. Oh, können Sie Hühnchen als Rubrika verwenden? Klingt vernünftig. Das Wirt Jackson ist bekannt für seine gebratenen Hühnchen. Aber wir können wohl nicht weiter, wenn wir danach suchen, was das was sie richtig machen. Also, Angebote. 315. Können Sie Angebote als Rubrika verwenden? Na also. Die meisten Leute wollen neue Angebote. Vielleicht gibt es da in der Zeit halt nichts. Verstehe. Wenn die Speisekarte sich nicht ändert, kommen die Leute nicht mehr so oft. Und der Umsatz geht zurück. Ich würde sagen, da trifft der Nagel auf den Kopf. Damit ist der Fall abgeschlossen. Danke, ich habe alles, was ich brauche. Freut mich, dass ich helfen konnte. Sie können mich jederzeit wieder fragen. Danke. So. Du musst mal diesen Fall schließen, würde ich sagen. Dö, 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 dö. Also vor rückwärts. Shit, ich hätte rückwärts singen müssen bei der Treppe. Ah. Dammit. Aber egal, passt schon. Wo haben wir eigentlich? Also diesen Tag. Okay. Ich glaube falsch. Eindeutig. Orientierungsverlust hat gehabt. Total. Ups. I'm so sorry. Huch. Ich hoffe, die stellen mir nicht irgendwann meine Rechnung. Achso, das ist das Date dann. Ah, okay. Das machen wir dann gleich, würde ich sagen, oder? Leute, gucken wir mal, ob wir noch was Schönes kaufen. Aber naja, die Preise sind da echt heftig bei dem Laden. So, lässt auch wieder keiner Geld fallen. 27 Punkte, aber ich müsste doch eigentlich bald schon die richtige Punktzahl haben für Kraftstufe 3, oder? Muss ich mal gucken. So, also, was haben Sie herausgefunden? Eine Frage, wann gab es im Wild Jackson das letzte Mal neue Angebote? Was? Jetzt, wo Sie sagen, das ist schon eine Weile her. Tja, scheinbar fragen Sie die Leute, was sie das nächste große Ding im Wild Jackson wird. Sie wollen etwas Neues. Das klingt nachvollziehbar. Die Sache Neukreation waren wir in letzter Zeit ziemlich faul. Also ich zumindest. Das haben Sie nicht gehört. Ich werde noch ein paar zusätzliche Infos sammeln und dann die Zentrale Bescheid geben. Ja, das ist vermutlich ein guter Plan. Oh, und ich möchte mich natürlich auch für Ihre Hilfe bedanken. Wie heißen Sie eigentlich? Yagamis. Ich bin Takayuki Yagami und zum Dank würde ich gerne Ihre neuen Angebote probieren. Klar, sobald Sie bereit sind. Und bis dahin werde ich alles tun, um das World Jackson wieder auf Vordermann zu bringen. Okay. Alles klar. Dann macht das mal. Ich gehe mal kurz schnell auf Skills. Wir haben 3800. Das müsste doch jetzt eigentlich. Skill nicht freigeschaltet. Voraussetzung: Eleganz. Des Tigers. Rasende Tiger. Elegant des Tigers. Muss schon wieder was anderes freischalten, oder was? Das könnte ich für 10.000, ne? Weitheit des Tigers. Eleganz des Tigers habe ich doch. Ich habe 3.800 und 3.600. Kostet das? Ach, elegantes Tiger ist das und der rasende Tiger. Okay, wo ist der rasende Tiger? Bei Kampfdankler wahrscheinlich, oder? Der rasende Tiger, wo ist denn das? Der rasende Tiger, hier kostet 600, dann kann ich das andere nicht mehr leisten. Haha, so ist. Genau. Jetzt brauche ich nochmal
6000. Jetzt brauche ich nochmal, nee, 4000 Punkte. Ne, okay, fast 4000 Punkte. Dann könnte ich mir das kaufen. Dann könnte ich mir dann auch Angriffsstufe Nummer 3 kaufen. Oh Mann. Alles klar. Okay, also als nächstes gehen wir dahin. Dann ist der Popo-Laden. Das war dahin, genau. Ja, dann können wir beim Popo reingehen, da kannst du auch noch was kaufen, dass wir uns einen Punkt kassieren können. Und somit machen wir dann einfach mal dort weiter, wo wir aufgehört haben, würde ich sagen. Wir müssen ja ein bisschen auch skillen und so. Und ein paar Sachen freischalten. Oh, gleich mal volle Breitseite. Bam, der ist weg. So, machen wir mal Gruppenangriff hier. Bam. Und Bam. Da ist ja noch einer. 36 Punkte und dünner Draht gefunden. Okay. Alles klar. Weiter geht's. Das sind gute Dinge. Sorry. Das war das Laden. Das andere Laden. Und noch war davor der nächste. So, dann war hier. Nee. Muss das jetzt als nächstes kommen? Genau da vorne. Da gehen wir als erstes rein. So. Hallo, schöne Frau. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich irgendwas schon habe hier, aber naja. Warte mal. Warte mal, warte mal. Zurück. Nee. Haben wir noch irgendwas für 200? Brauche ich was für 100? Na komm, hier besser. Auch wenn ich keinen Thunfisch mag, aber egal. Ja, vielen Dank, wir haben einen Punkt erhöht. Und wie viele Punkte haben wir? 6. Okay. Also noch 4 Punkte. Dann haben wir den Laden auch fertig. Ja, schon wieder. Ah, hier rein muss ich. Sorry. So, hello. Was geht bei dir? Nein, ich habe dieses wertvolle Tuch. Ich habe dieses wertvolle Tuch ruiniert. Oh, willkommen. Ja, Gamisama. Falls Sie es noch nicht mehr benötigen. Was, falls Sie es nicht mehr benötigen, können Sie auch das Tuch dann haben. Ich könnte es gebrauchen. Was? Wenn es ihn nicht ausmacht, das ist dreckig. Ganz gerne. Dreckige Lappen, okay. Könnte vielleicht irgendwann noch nützlich sein. Alles klar, willkommen, Herr. So, was haben wir denn hier? Okay, ich meine, ich kann es mir leisten, oder? Klitzen, was haben wir denn eigentlich? Ich glaube, das habe ich gekauft, genau. Das kann ich, könnte ich mir auch leisten, elegante Uhr. Wow, wir kaufen einfach das jetzt erstmal. Einmal bitte. Und das sollte lang. So. Danke. So. Haben wir zwei Gegenstände, zwei Geschenke, die sollten eigentlich ausreichen. Also, wenn ich was anderes kaufen sollte, wäre man nicht schlecht, wenn ich hier mal einen Laden finden würde, wo ich mal die ganzen Sachen verkaufen könnte. Das ist schon ein bisschen heftig langsam, was ich alles sammle. Ich habe unzählige Sachen und biegsames Gummi. Sie liegt auch viel, viel Müll rum. Und ich meine, irgendwas muss ich doch da verwenden. Klar, ich meine, ich kann es für die Drohne verwenden. Aber ich würde gerne in einem Pfandhaus oder so, oder wo man irgendwas verkaufen kann. Weil es gibt hier nur Läden, kaufen, kaufen, kaufen. Der läuft ja schon wieder, der rennt aber auch ganz schön schnell. Hä? So. Warten. So. Hey, da bist du ja. Hey, musstest du lange warten? Nein, überhaupt nicht. Ich bin gerade erst angekommen.
Sehr schön. Danke, dass du kurzfristig gekommen bist. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass wir endlich etwas Zeit miteinander verbringen. Mir auch. Okay, wo geht's hin? Was sollte ich ihr schenken? Was sollte ich ihr schenken? Fällt dir jetzt schon nichts mehr ein zu quatschen, oder was? Ein Ring mit süßen Herzchen, ein besonderes Merkmal für das poppige Pink. Klassische Herzen, die jedes Outfit verschönern. Von einem bekannten Star entworfen. So. Wenn es ein bekannter Star ist, ein Ring kriegst du mal nicht, oder vielleicht bist du aufdringlich. Also, ich habe hier etwas für dich. Was? Wirklich? Ja. Sieh dir das an. Wow. Oh, gleich voll. Wirklich, danke. Sie scheint sich einigermaßen darüber zu freuen. Einigermaßen. Gibt es irgendeine Ecke, wo du gerne hin möchtest? Naja, ich habe mein ganzes Leben auf das Land verbracht und war nie wirklich in einer Großstadt. Ich will eigentlich nur irgendwo hin, wo man Spaß haben kann. Ich muss mal die ganze Anspannung loswerden, verstehst du? Was würde es sich dann anbieten? Game Center, Betting Center, Darts. Betting Center, was ist das? Warte, lass mich kurz überlegen, wo ich ein bisschen abspannen kann. Entspannen kann. Game Center wäre auch was. Aber das ist ja auch wieder zu anstrengend, würde ich. Sag mal, auf Darts. Hast du schon mal Darts gespielt? Hi. Natürlich. Ich spiele ganz oft mit meinen Freunden. Cool. Wollen wir rübergehen? Okay, wir spielen Dart. Mal gucken, ob ich es überhaupt kann. Das ist so eine Frage, ne? Eieiei, Darts. Ich habe das noch gar nicht. Habe ich überhaupt schon mal Darts gespielt? Okay, Sanatan, zeig mir, was du drauf hast. Um ehrlich zu sein, ich bin wirklich ganz gut. Bereit, fertig gemacht zu werden? Oh, ich glaube nicht, dass das passiert. Hört sich nach einer gehörigen Portion Selbstvertrauen an. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Okay, aber pass auf. Ich halte mich bestimmt nicht zurück. So lobe ich mir das. Aber ich muss zahlen. Egal, gut. Also, bestätigen, werfen, Steuerung, Cursor bewegen. Okay, kriegt man bestimmt hin. Hoffe ich mal. So, Anfänger-Darts. Okay. Anfänger-Darts. Erstklassige Darts. Ich habe keine Ahnung. Cricket. Count-up. Ne, guck mal. Oh, das ist einfach. Ach ja, hier von 300 abwärts. 301 abwärts. Oh, machen wir das erstmal. So, dann bin ich mal gespannt. Round 1. Bull. Bullseye eigentlich, oder? Heißt das so? Nein. Shit. Das war schlecht. Halten, halten. Wow, Lotton. Oh, 192. Revolve of Darts. Okay, dann bin ich mal gespannt, Sana, was du so drauf hast. 14. Das ist schlecht. Triple 9. Auch nicht schlecht, okay. Aber zu niedrig. Single 20. Ja, die Frage ist jetzt, soll ich gewinnen oder soll ich verlieren? Also ich habe jetzt schon einen großen Vorsprung, also über 40. Round 2. Wir bleiben in der Mitte. Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, das gibt am meisten Punkte, aber das muss ich auch wirklich treffen. Nein, siehst du, das funktioniert nicht. Das ist schlecht. Na. Ah. Okay, ich werde schlechter irgendwie gerade. Hm.
Double Bull. Nice one. Okay. Haben wir von 190 auf 120. Ist doch mal was. Okay. Nochmal. SQS holst du auf, oder wie? Nice Hauptdruck. Hattrick, okay. Die cheatet doch, bestimmt. Die cheatet. Yes. Remove Dots, okay. Jetzt muss ich langsam auf anlegen. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hinkriege. Den Controller halten. Nein. 20, okay. Jetzt wird es langsam heftig. Ja, das Lustige ist, den linken Analogstick halten, der sich auch noch mitbewegt, und auf die rechte Anzeige achten. Jetzt kommt. Ach komm, der war gut eigentlich. Dann machen wir es halt in die Mitte. Gucken, ob wir das hinkriegen. Na. Naja, 3x20 sind auch 60 Punkte. Mal gucken, wie sie jetzt abschneidet. Ja, meine. Ernst jetzt? 26. Also habe ich noch eine Chance. Nice one. Okay. So. Also, wenn ich jetzt Triple 20 kriege, hätte ich mit einem Wurf gewonnen. Und das zu erreichen. ich sehe schwarz für meine Zukunft. Das wäre ein Traum jetzt. Okay. Aber eigentlich kann ich auch einfach auf der 20er bleiben, oder? Ich meine, gewonnen hätte ich dann so oder so. Aber es muss halt schon in der Mitte bleiben. Yes. Ja, okay, wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaube nicht. Der zieht aber auch nicht dahin, wo ich genau hindrücke. So, null. Wonderful. Winner. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich habe sie geschlagen, in dem Sinne. Sie wollte... Oh, plus 10. Oh, du hast mich total fertig gemacht. Du bist viel zu gut. Tja, wenn du gegen mich gewinnen willst, brauchst du schon etwas mehr Übung. Aber, warte nur bis zum nächsten Mal. Da werde ich nämlich gewinnen. Na, da freue ich mich drauf. Dann bin ich mal gespannt. So. Alles klar. Puh. Ich habe echt eine Menge Spaß. Wollen wir uns vielleicht ein bisschen noch hinsetzen, damit du dich ausruhen kannst? Das klingt gut. Ich bin schon etwas müde. Okay. Worüber sollen wir reden? So. Foto machen, über das Leben, das kann man sprechen. Über Hobbys sprechen. Ich habe das freigeschaltet. Ist das jetzt schon wichtig? Wäre das jetzt. Ich glaube, also ehrlich gesagt wäre das schon nur zu aufdringlich fürs Erste. Über Sanas Trauma sprechen. Aber ich meine, es ist ja unser erstes Date in dem Sinne, also. Ich würde eher sagen, über Hobbys reden. Aber ihre Hobbys kenne ich ja schon. Also ihr Hobbys ist ja momentan auch singen und spielen. Ich würde einfach ein Foto machen. Hey, lass uns ein Foto machen. Dann haben wir was als Erinnerung. Oh, gerne. Genau. Warten wir mal ein bisschen wieder was. So.
So, Hammer. Filter, okay. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Sieht gut aus, würde ich sagen. Wow, du bist echt ein ziemlich guter Fotograf. Kannst du mir das nachher schicken? Na klar. Ich probiere es einfach. Und auf was für einen Typ stehst du so? Kann man sagen. Hm, interessante Frage. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Okay. Älter oder jünger? Was ist dir lieber? Hm, ich würde sagen älter. Ich will jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Verstehst du? Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Und was ist mit dir? Stehst du eher auf jüngere oder ältere Frauen? Naja, also als Mann. Auf jüngere. Ah, wirklich? Und wie viel jünger? Naja, ich bin 35, also. Oh, und ich. Und denk dran, ich bin 19. Oh. Aber bei mir kann der Mann ruhig bis 20 Jahre älter sein. Tja, so, das wäre auch schön, wenn die heutige Jugend auch mal so denken würde. Aber naja. Oh, ich weiß nicht. 20 Jahre vielleicht. 20? Moment. Das heißt ja, dass die Frau 15 Jahre älter wäre. Achso, halt, nein. 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 Tut mir leid. Ich habe einfach irgendwas gesagt, ohne nachzudenken. Sowas käme für mich nie in Frage. Natürlich nicht. Mann, jag mir doch nicht so in den Schrecken ein. Sorry, scheiße. Ich hätte 35, 25, 50. Ja, stimmt. Ah, verdammt. Verkackt. Egal. Hast du irgendwelche Hobbys, Sanatan? Abgesehen von Musik, wie ich vorhin gesagt habe, mal überlegen. Kochen vielleicht. Aber das ist ein sehr nützliches Hobby. Hast du irgendwelche geheimen Rezepte, die du mir verraten kannst? Schön wär's. Aber ich kann nur ganz einfach Sachen kochen. Wie ein Curry zum Beispiel. Da wärst du bei mir schon, ob der. Ja. Ich mag vor allem Curry sehr gern. Wirklich? Ziemlich eines meiner absoluten Lieblingsessen. Ich habe sogar versucht, das Curry meiner Mutter nachzukochen. Wenn du es probiert hättest, wüsstest du wieso. Und hast du es hinbekommen? Ganz ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Also habe ich entschlossen, selbst ein wenig herum zu experimentieren. Ich habe zum Beispiel ganz traditionelle Zutaten verwendet, aber die anderen Gewürze oder andere Gewürze. Klingt, als hättest du echt Ahnung von Curries. Und was hast du für Hobbys, Yagami-san? Denkt sich billige Rezepte aus. Spielt Flipper. Vermutlich kämpfen. Nee, das passt nicht. Ja, nur Flipper. Wenn ich mich fürs Eins entscheiden müsste, dann würde ich sagen Flipper spielen. Da bin ich total heiß drauf. Flipper spielen? Macht das denn Spaß? Auf jeden Fall. Das ist so eine Sache, die leicht zu lernen, aber auch schwer zu meistern ist. Haben wir sogar einen gekauft. Moment, du besitzt einen Flipper? Ja. Ich habe online ein gutes Angebot gesehen. Da wusste ich, ich muss gleich zuschlagen. Eher mir jemand zuvorkommt. Aber als das Ding ankam, war es total größer. Viel größer, als ich erwartet hatte. Und habe immer noch keinen Platz dafür gefunden. Klingt, als wäre das Ding ziemlich unpraktisch und unhandlich. Ja, total. Ich renne ständig dagegen, wenn ich mich zum Schreibtisch muss. Außerdem habe ich einen Flipper auf dem Handy. Das Schrottding nervt. Am liebsten würde ich mein früheres Ich zurückrufen, krieg mal deinen Scheiß auf die Reihe. Ich wusste gar nicht, dass du auch so eine kindliche Seite hast. Irgendwie dann. Naja, so würde ich das jetzt nicht sagen.
Hey, das ist süß. Außerdem würde ich gerne irgendwann mal vorbeikommen, um mit den alten Schrottdingen zu spielen. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Danke, lieber Flipper. Wusste ich doch, dass du so nicht als Staubfänger taugst. So, okay. Und wie viel gefällt dir das Kamurocho? Hast du dich schon ans Leben in der Großstadt gewöhnt? Ich glaube schon. Anfangs haben die vielen Leute etwas Angst gemacht. Aber die meisten von ihnen sind ja sehr nett. Du hast ja eine Menge Fans, die auf dich aufpassen. Ich gehöre auch dazu. Erwachsene zuvor vorsichtige Sorge äußern, sie von der Stadt warnen. Versuch erwachsen zu wirken. Vorsichtig Sorge äußern. Ja, das ist genug. Aber bleib trotzdem vorsichtig. Es gibt hier genug zwielichtige Gestalten, die auf ein leichtes Opfer aus sind. Wie die Henchy Gang zum Beispiel. Das ist im Grunde eine Bande von Clowns, die als Gangster verkleidet haben. Oh, die kenne ich. Die sind eigentlich aber ganz nett. Was? Du findest sie nett? Ja, anfangs haben sie mir Angst gemacht, aber jetzt kommen sie, wenn ich singe, und jubeln mir zu. Das ist doch nett, oder? Leonard-chan, du überraschst mich immer wieder. Aber deine Musik ist ja auch wirklich überwältigend. Da gibt's diesen Kerl. Wie heißt er noch? Kashi-san. Er hat auf jeden Fall mein seltsamstes Bewunderern. Was? Er ist auf jeden Fall mein seltsamster Bewunderer. Okay. Kasai, was? Den Namen habe ich schon mal gehört. Hast du den auch schon mal gehört? Der ist Chef meines Fanclubs. Der ist Chef der. Sch dass er der Chef meines Fanclubs ist? Er kommt mit seiner ganzen Truppe, alle in rosa Festmäntel, und sie jubeln mir praktisch die ganze Zeit zu. Das klingt echt beängstigend. Aber freut mich für dich. Ja, Gespräch beenden, gibt ja nichts mehr. Ja. Für mehr haben wir heute keine Zeit. Hey, sieh mal an, sieh mal. Da ist das Mädchen aus diesen ganzen Videos. Ja, die Sängerin von Kamurocho, ne? Ja, und sie ist echt süß. Ob sie wohl mit den Typen zusammen ist? Sana. Sie loben dich ja in höchsten Tönen, was? Ja. Wenn ich so überlege, deine Videos sind ja in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Ja, ich freue mich ja, dass die Leute meine Musik hören mögen, aber irgendwie ist mir das alles ein bisschen viel. Willst du gehen? Ich glaube schon. Für heute stand ich genug im Rampenlicht. Weißt du, du bist wirklich was Besonderes. Du bist praktisch über Nacht zum Star geworden. Ich hätte auch nie gedacht, dass es so schnell geht. Wer hätte gedacht, dass mich ein paar Live-Auftritte vom Theater Square so weit bringen würden? Hey, so ist das eben. Und ich glaube, die Leute sehen in dir was Besonderes. Das fasziniert sie. Das Ganze freut mich natürlich, aber es ist auch irgendwie beängstigend. So viel Aufmerksamkeit auf einmal. Vielleicht würde dir ein Agent helfen. Ich bin sicher, es gibt eine Menge gute Agente da draußen. Ich will ja auch einen, aber ich muss erst den richtigen finden. Ruf mich einfach an, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Okay, mache ich. So, da haben wir ja ein erfolgreiches Date hinterlegt mit einer Falschaussage. Danke, dass du heute was mit mir unternommen hast, Yagami-san. Ich hätte wirklich eine Menge Spaß. Schön. Nochmal 100, aber der Balken ist schon voll. Vertrauensstufe 1. Gerne doch. Ich hätte auch viel Spaß. Hat auch viel Spaß. Weißt du, es ist echt komisch. Wenn du bei mir bist, vergeht die Zeit immer so schnell. Ja, wie immer. Normal. Es freut mich, dass wir den ganzen Tag zusammen verbringen konnten. Mich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns, oder? Na klar. Und schreib mir mal, okay? Ja, wenn ich dir schreiben könnte, das wäre ja mal eine Aktion, ey. Wiedersehen, bye bye. So, neue Nachricht. Ups.
das war das Falsche. So. Hey, ich bin Sana. Vielen Dank für heute. Ich hatte richtig viel Spaß. Ja, ich auch. Ja, lass uns mal wieder zusammen ausgehen. Ja, gerne. Ich habe immer Zeit. Also melde dich einfach, wenn du frei hast. Mache ich. Hey, lass mich jetzt nicht hängen. Ich jetzt nicht hängen. Wieso? So. Alles klar, okay. Erfolgreich ein Date absolviert, einen Typen geholfen bei seinem Geschäft. Ein bisschen Geld investiert, ein bisschen Geld ausgegeben, Geschenke verteilt. Huha! Und dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal mit dem ersten Part vom Livestream Nummer 14. War jetzt nicht so aufregend, sage ich mal so, aber das Date, das allererste Date war doch richtig klasse, fand ich. Und ja, hat sich doch mal was gelohnt, heute mal wieder ein bisschen weiterzuspielen. Und somit verabschiede ich mich hiermit, mit diesen ersten Folge. Der Livestream läuft natürlich weiter. Aber ich mache jetzt hier kurz einen kleinen Zwischenschnitt. Wie gesagt, ich würde mich freuen für einen Kommentar, ein Like, ein Abo, wenn ihr noch nicht gemacht haben solltet. Und wie gesagt, wie heißt es? Support ist kein Mord. Oder sonstiges, wie man es nennen kann. Würde, wie gesagt, freuen auf eure Kommentare, was ihr davon im Spiel haltet, wie ich mich schlage, etc. und so weiter und so fort. Also haut einfach mal in die Tasten und ich würde mich auf jeden Kommentar von euch freuen. Und somit verabschiede ich mich mit dieser Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer ChristianAge3000 mit dem Spiel Judgment aus dem Hause Sega. Wiederschauen, reingehauen. Ciao.